Leute, willkommen zurück. Ja, so hat dieses Piepen gehört, das war meine Aufnahmezeit, das war der Schlussstopp. So, Timer neu gestartet. Wie können wir ein Spiel spielen? Aber ich kann dieses Spiel nicht. Das ist für mich zu schwer. Dann können wir schießen. Ich versuch's mal. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Nein. Na gut, dann eben nicht. Leute, wir Rubine trotzdem, ist ja egal. Wir können Rubine sammeln. Ja. Okay, das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Scheine treffen. Schieße mit B, fertig, dann los und viel Glück. Seht ihr, wie schlecht, seht ihr, wie gut ich bin? Seht ihr, wie gut ich da bin? Ich bin total schlecht. Ich kann das nicht, tut mir leid. Ich kann das nicht, tut mir leid. Seht ihr, wie ich feile? Seht ihr, wie ich feile? Das war's. Du brauchst offenbar noch etwas Training. Du darfst immer fleißig und komme wieder. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Nein! Na gut, dann eben nicht. Also wenn wir das nicht schaffen würden, würden wir mehr Schuss für die Schleuder bekommen. Aber das haben wir nicht. Das ist auch ein Spiel. Der Mann geht jetzt hier weg. Jetzt können wir hier rein. Das ist Krabbel, das sind Krabbelminen, das ist auch ein Spiel. Ich zeige euch das mal. Oh, tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Okay, ich zeige, wenn es funktioniert. Hier ist dein Ziel. Da bekommen wir so Krabbelminen. Das sind Mini-Krabbel. Wir müssen einfach ablegen. Und die Krabbel ins Loch, da geht die Tür auf. Wir dürfen auf Krabbel stoßen. Das sind ich sehe das später dann. Ja. So. Ich jetzt auch mal einen Laden, glaube ich. Zumindest. Schatzkistenpoker. Vorübergehend geschlossen. Erst abends. Achso, ja, okay. So, und hier? Hier ist auch geschlossen. Ja, komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Dort können wir Krabbelminen kaufen am Ende. Dort. Was ist dort drin? Ja, ein Haus. Und wohnt jemand? Gut. Ich zeige euch nachher, was man da... Also, das sind die Seitengassen. Seitenstraße, steht das auf hier. Können wir noch laufen? Hier ist ein Typ. Der sendet irgendwas. Wir reden jetzt mal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Ja, also wenn es Nacht ist, laufen dort nur Hunde rum. Kommen wir hier rein? Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt halt fertig. Und halt brauchen wir jetzt nicht, das ist also langweilig. Sind wir mal überall drin? Gut. Jetzt werden wir mal ein paar Rubine sammeln. Ich sammle hier 80 Rubine. Kaufe mir das Schild. Und dann gehen wir weiter Richtung Katerina. Ja. Einfach mal einmal her, einfach zusammen. Und es müsste eigentlich ziemlich schnell gehen. Wir haben 5er drin. Das nächste. Das wollte ich eigentlich nicht. Die Kisten kann man nur mit dieser Rollattacke gut machen. Mit dem Schwert und Schlange, das bringt uns gar nichts. Mine. Bam, 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 bam. Gut. Ja, es geht eigentlich ziemlich schnell, Leute. Nochmal. Gut, jetzt haben wir 52. Jetzt gehen wir hinaus und dann wieder nein.
Und dann sind wir, was passiert, wir gehen jetzt hinaus und wieder hinein. Und ein Wunder, es ist alles wieder da. Und jetzt können wir Rubine sammeln. Wir müssen einfach nur Rubine sammeln, Leute. Nichts anderes. Ja, ob wir es jetzt zusammen sind, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Wenn ich jetzt zum Schloss gehe, um ein bisschen Zelda zu sehen, das wird nicht gelingen, weil, ihr habt ja gesehen, am Abend waren diese zwei Wachen dort, und irgendwie war vorbeizukommen, ja? Und diese zwei Wachen stehen jetzt immer dort. Also ich komme nie mehr zum bisschen Zelda. Das ist das einzige Mal, wo ich sie sehe, dieses Spiel. Ich sehe sie später nochmal, ja, aber ich kann nicht dazu hingehen. Das funktioniert nicht. Wir haben 83, wir haben es geschafft. Wir nehmen uns das alles mit, was ich noch bekomme. So, Leute, jetzt kaufen wir uns das Schild. Wir haben noch Zeit, 8 Minuten. Gut. Kaufen wir uns noch das Schild. Und dann werden wir uns nach Kakariko begeben. Was drin? Kann ich nicht mal zerstören, okay? So, du fetter Klops. Ich will mein Schild kaufen. Der Healer-Schild geht aus dem Menü und ihn mit A auszuwählen. Das ist auch noch nein. Ich bin hinaus. So, das Schild wählen wir jetzt mal aus. Wir sehen auch, wir haben 4 Skulpturas haben wir jetzt bis jetzt. Sehen wir hier. Hier ist unser Mini. So. Ausgewählt. Das hier ist unser Munitionstasche für 30 Kerne. So, jetzt haben wir hier das Schild. Wenn ich jetzt R drücke, ich kann es nicht, duck mich nur. Ich kann es nicht vor mich halten. Ja, das sind jetzt Schilder, also Zielfosse drauf. Also das ist das Hyrule-Schild. So, wir gehen jetzt nach Richtung Kakariko. Und dort zeige ich euch, was es mit diesen Skulpturen auf sich hat. Da kann man was Bestimmtes machen. Ich gehe erst noch zu Lon Farm. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Dort können wir endlich auch noch ein Lied lernen. Und zwar dieses Lied, was dieses kleine Mädchen das singt. Das ist auch später auch sehr wichtig, dieses Lied. Das hole ich mir jetzt. Leute, ich kenne das Spiel, ich weiß genau, was ich machen muss. Und deshalb weiß ich alles. Nicht, dass ich denke, oh, ich weiß alles, woher weiß ich das? Leute, gebt mir keine Tipps, ich weiß, was ich machen muss. Ja? Non-Non-Farm. Da gibt es auch eine goldene Skulptur. Die wir uns auch holen. So. Erstmal gehen wir hier rein. Moment, hier müsste eine oben sein, oder? Doch nicht. Ja, ich habe verschossen, egal. Dort oben ist aber auch eine Skulptur. Auf diesem Fenster. Das hier ist der Stall. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich der fantastische Basil auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzige, der Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Das sind Pferde? Diese Kühe sind cool. Ich teile jetzt was. Wenn wir hier... Wie geht denn das Wien, verdammt? Hier ist das. Links hinauf, rechts, gut. Gut. Das weiß nicht.
Es gibt ein Lied dort, ja, ich zeige euch jetzt was. Also, hier ist Talon. Er schläft natürlich wie immer. Ja. Gen, was bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon besucht hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes. Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Diese Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Ja. Meine Hühner ich nicht. Gut, das Spiel lassen wir jetzt erstmal liegen. Das müssen wir auch später machen. Wir brauchen das nämlich. Jetzt gebe ich hier zur Weide. Zuerst holen sie die Skulptura. Die Skulptura ist nämlich hinter diesem Ding da. Leute, haben sie Zeit, ich muss gucken. Wie viel haben wir noch? Ja, 3 Minuten 45, okay. Das reicht noch. Also hier hinten müsste eine dran sein. Normalerweise. Mich nicht. Bin ich nicht dumm, oder sehe ich sie nicht? Vielleicht hier dran. Leute, ich habe doch gesehen, dort war noch einer dran, wie der Typ das geholt hat. Bin ich jetzt böse oder was? Oder ist sie hier dran, an dieser Wand? Oder hier drin vielleicht? Leute, ich guck mal, Hier muss immer eine Skulptur sein. Hier sind noch Kühe? Sind Kissen? Nicht Kissen? Ist hier irgendwas? Ist nix. Okay. Und dann ist hier keine Skulptur. Aber warum ist hier mal? Ihr müsst doch normalerweise eine sein! Der Farbe müsste eine sein, Leute. Da muss irgendwo eine sein. Okay. Leute, ich weiß es im Moment nicht. Tut mir echt leid. Bleibt hier dran? Glaube ich aber auch nicht. Wir müssen sie ja hören. Okay. Jetzt hier mal rein. Dieses singt. Mal und singt. Vielleicht hier in der Innenseite. Weiß nicht, Leute. In der Aufnahmezeit, wie schaut's aus? 1:13. Ach, das, wir können doch reden mit dem Kind. Die singt. Warte, wie sie singt? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Denn er hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Oh. Mir scheint, hat Epona Angst vor dir. Dieses Pferd hier, den werden wir später reiten. Jetzt zeigen wir die Flöte und dann wird er das Ding werden. Geht nicht. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen.
Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Hier ist die Ponas Lied.